Durch Strömung entstandene Abbruchkanten sind spezielle Lebensräume, die in renaturierten Flussabschnitten wie der Lippe immer wieder neu entstehen und für die Eisvögel als Brutplatz überlebenswichtig sind. Während die schillernden Eisvögel paarweise brüten, leben die Uferschwalben in großen Kolonien. Diese Schwalbenart ist nur noch lückenhaft verbreitet und deshalb streng geschützt. In den armtiefen Höhlen werden zweimal im Jahr Junge aufgezogen. Ihr Bruterfolg hängt vom Vorhandensein steiler Lehmwände oder solchen aus festem Sand ab. Auf den ersten Blick eine einfach erscheinende Minimalanforderung an ihr Biotop, die es an ausgebauten Flüssen nicht mehr gibt. Für Eisvögel gilt das Gleiche. Neben Steilufern bieten renaturierte Fließgewässer reichlich kleine Fische als Nahrung.